Aber ohne Blutsplitter, wenn man dich ausgibt. So, den hatte ich, glaube ich, schon in den Ring. So, reicht der Schätze. Weiter geht's im Programm. So, da bin ich wieder. Sorry. Sorry, 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 sorry. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Alter, ich habe in den Levels bei dem verdammten Goblin gemacht. Das ist schon auch lustig. Machst du ein Level bei einem Goblin? Das ist auch mal was Neues. Das siehst du auch nicht alle Tage. Das Blöde ist, ich habe an diese Blutsplitter gar nicht gedacht, dass ich dir vielleicht doch ausgeben sollte. Dass das durchaus sinnvoll wäre. Und runter. Einmal annehmen. Plupp. Aufwachen. Großer Meister. Ich muss mich noch gedulden. So. Tschüss. Bumm. Meine Erkenntnis wächst. Sense, Stiefel. Geil. Das ist so geil, einfach mit dieser Truhe, die dann irgendwie auf die Leiche draufhaut. Das ist, Ich kehre in die Stadt zurück. Lustig und krank zugleich. Wenn man mal ganz ehrlich ist. So. Kann ich beides, glaube ich, wegschmeißen. Genau, Eiskletterer. Und hier, Blutsaugen entzieht zwei zusätzlichen Zielen das Blut. Okay. Das ist eigentlich eine ganz coole Eigenschaft. Die hebe ich mir mal auf. Eiskletterer. Ja, warum nicht? Hebe ich mir mal auf. Ich habe hier keinen Platz mehr. Schön. Ich mache was Neues auf, oder? So, das habe ich schon. Lorinels Sonnenstein. Den können wir wegschmeißen. Den hatte ich nämlich schon hier. Zack, 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 zack. Dann hier ganz kurz. Zack, 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 zack. Details. Nein. Hier will ich hier. Atem des Todes. 46 Stück. Naja. Großes Nephilim-Portal. Stufe 65. 29 Millionen. Nö, ist mir zu teuer. Okay. Klar. Besitzt ihr die Kraft, diese Prüfung? Klar. Gleich, ich benötige Essenz. Gleich morgen bestehe ich die Prüfung. Oh, krass. Das ist so geil. Ich mache halt nichts. Dieser Feind. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Also, ich möchte ganz kurz betonen, ne? Auch wenn meine Magier echt viel Damage machen, ist das halt im Vergleich zu dem, was die anderen hier gerade machen, echt ein Tropfen, einen Haufen heißen Stein. Das ist halt wirklich, das ist halt eigentlich nichts. Also ich mache halt eigentlich gar kein Damage, ich bin hier eigentlich nur... Kann ich nicht tun. Ich bin gerade der Ballast, der hier drin dran, hinten dran langläuft. Der halt irgendwie schaut, dass er hier ansatzweise überlebt. Und nicht gleich krepiert. Mein Meister wäre stolz. Nein. Klar. Ein Level in 5 Sekunden machen, ist auch schön. Hab mal euch alle. Guck mal die Erfahrungsleiste unten an. Guck dir das mal an. Meine Macht wächst. Das ist. Was? Das ist doch. Das ist doch ein. Das ist echt geil. Also du rennst hier einfach durch und denkst du. Euer ja, Grab ruft nach euch. Das kann ich nicht tun. Ist klar. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Das kann ich nicht tun. Ich bin verletzt. Meine Macht so wächst. Ich möchte auch mal. Ich habe mal Land der Toten gezündet. Damit ich. Toll. Ja. Damit ich auch mal ein bisschen Damage mache. Damit ich nicht ganz so wie so ein Böppel da rumlauf. Meine Erkenntnis wächst. Ich habe noch sehr viel vor mir.
was das Thema Damage und alles so angeht. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Ich bin ja schon froh, wenn ich aber so ein paar Set-Items habe und so weiter. Ich benötige Essenz. Weißt du, und dann stehst du halt ich hier. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Dann gehst du halt durch und denkst so, ja, ist okay, ist schön. Guck mal den Damage an. Hat mich gesegnet. Also es ist nicht so, dass ich wenig Damage mache. Es ist nur so, es juckt halt das Viech nicht. Also, das ist eigentlich der Hauptknackpunkt. Das ist einfach den... Ich verstehe jetzt so viel dass mehr. Dass es den Gegner nicht wirklich juckt. Dem ist das halt egal, der sagt auf halt so. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Das ist halt echt so ein Jucken einfach für den. Meine Erkenntnis wächst. Ist das krass. Ah, toll. Irgendwas kam mir da gerade in die Quere. Dankeschön. Jeremy, wie viel Level haben wir jetzt eigentlich in dieser einen Runde gemacht? Das waren jetzt locker 8 Level, oder? Also nicht, dass ich mich beschwere und so weiter, aber... So, ich mach mal Land der Toten. Ratma hat mich gesegnet. Und dann kann ich hier noch ein bisschen besser hier... Da kann ich es ein bisschen mithalten. Weil ich dann auch nicht sofort verreck. Das ist unmöglich. Aber... Boah, ich will da wollte ich gar nicht hier reinjumpen. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Ist das krass, ist das krass. Lalalalala. Meine Erkenntnis wächst. Na klar. Lass die Erkenntnis weiter wachsen. Das wird nichts. Lass die Erkenntnis niemals enden. Mein Meister wäre stolz. Ich verstehe jetzt so viel mehr. So. Aus dir wird noch eine großartige Leiche. Oh Gott, das ist mega anstrengend gerade. Mir tun echt die Finger weh. Deine Erkenntnis wächst. Das ist mega anstrengend gerade. Ich weiß, das glaubt man nicht, aber das ist echt mega anstrengend, weil ich hier die ganze Zeit Perma-Dauerklick machen muss. Mit der linken und der rechten Maustaste. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Ja, klar. Ich habe gute Fort. Nein, jetzt bin ich vorgerannt. Jetzt bin ich doll die vorgerannt. Der Portalwächter hat euch aufgespürt. Ja. Achso, Wiederbelebung annehmen. Ja, Mama. Nein! Ach komm! Mist. Toll. Jetzt habe ich das ganze Level nicht gekriegt, weil das kleine Viech hier, ihr habt mich mit einem Schlag gekillt. Das muss man sich mal überlegen. Das kleine Viech. So. Alles einsammeln hier. Ich bin hier, um zu helfen. So. Volkais Splitter erhöht den euren Dornschaden um 16.000. Verspottet den ersten Gegner, der von einer eurer Primärfähigkeiten getroffen wird, jeweils um 2 Sekunden. So, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das Game war doch, glaube ich, auch nicht schlecht, oder? Items, Geisterstunde, Kanais Würfel, legendäre Elite Verderben der Gefangenen, Seis, Steinvollstrecker. Nee, brauche ich nicht. Dann mache ich hier mal, das Ding jetzt hier, wählt mir das mal auf. Dann haben wir das. Dann kriegen wir mehr Gold, nämlich 176 Millionen. Okay, warum auch nicht? Ich kehre in die Stadt zurück. Warum auch nicht? Das könnte Trag'ul sein hier, oder? Von der Farbe her könnte das ein Trag'ul von Trag'ul sein. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Geil. Und? Nee, Robe der Seuche. Okay, kann man auch mal. Eure Gegner platzen vor Neid. Ihr verbrennt den Boden. Himmelsspalter. Speer von Gyro. Jeder Gegner, der mit einem eurer Flüche belegt wurde, erhöht euren Dornschaden um 11%. Laterne der Gerechtigkeit. Aha, Schadensreduktion. Ignoriert sämtlichen Arkanschaden. Was haben wir hier? Band des leeren Rauens. Nee, brauchen wir nicht. So, ich brauche Verderben der Gefangenen, bräuchte ich. Vollstrecke und Seisstein der Rache. Taske und Theo bräuchte ich.
Crispins Urteil haben wir ja. Ich muss echt mal gucken, weil ich kann mir die ganzen Items nicht merken. So, Wickeltuch des Seelenerns, das bräuchten wir noch. Das könnten wir eigentlich auch aufwerten. Dazu brauchen wir 25 Atem des Todes. Kreis von Naishu haben wir. Geisterstunde bräuchten wir noch. Okay. Moment. Jetzt bin ich überfordert. So, dann schmeiße ich erstmal alles hier rein. Das müssen wir verschrotten dann hier. Wichtig, erinnere mich mal dran. Das muss alles verschrottet werden. Aufgewertet. 29 Millionen. Geld haben wir. Annehmen. Übersteht die Herausforderungen hin. Ja, das kriegen wir hin. So, Magier und go. Ja, okay. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Ratma hat mich gesegnet. So, da musste ich husten, Entschuldigung. So, Level 177. Schön. So, was wollte ich sagen? Das Geile ist, ich sehe hier vor lauter Damage, beziehungsweise habe ich lange vor lauter gewartet. Effekten, sehe ich lustigerweise gar nicht. Ratma hat mich gesegnet. Wo hier Gegner sind. Das ist das Geile eigentlich. Ich sehe das echt gar nicht mehr. So. Ich finde es cool, dass ich immer halt wirklich an den absoluten, meine Erkenntnis wächst. An den absoluten Kleinigkeiten auch sofort sterbe. Das ist total geil. Vor allem, weil halt wirklich, da ist komplett irgend so ein kleiner Böppel. Das kann auch das letzte... Mein Meister wäre stolz. Ja, ich sag mal, das letzte Drecksmonster sein. Das kann, muss nicht mal wirklich hier... ja, keine Ahnung. Das Monster muss nicht mal irgendwie... Ah, ein interessanter Gegner. Nein. So, zack und go. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Das kann ich nicht tun. Ich häng echt immer auch so ein bisschen dran hinten. Meine Erkenntnis wächst. Das ist echt, ich muss mal gucken, wie weit ich... Das kann ich nicht tun. Ich muss mal echt schauen, wie weit ich solo komme. Also mich würde echt interessieren, wie gut ich jetzt mittlerweile bin, wie weit ich solo bei einem Portal einfach dann komme, bei dem großen Nephilim-Portal. Es ist unmöglich. Also, Stufe 65 ist klar, da komme ich nicht hin. Und mich würde echt interessieren, ob ich dann... auf welcher Qualstufe ich mich dann praktisch bewegen kann aktuell. Mit den aktuellen Items. Ohne dass ich permanent verrecke, beziehungsweise an jedem Pups eigentlich. Wow. Mein Meister wäre stolz. Ja, jumpt nur rein in die Mengen. So, krass, Level 185. Mit welchem Level habe ich heute den das Stream angefangen? Tun. Weiß das noch jemand zufällig? Es war auf jeden Fall... Ich verstehe jetzt so viel mehr. Es war auf jeden Fall einstellig, als ich den Stream angefangen habe. Oder die Aufnahme angefangen habe. Also von daher ist es schon eine ganz tolle Steigerung hier. Das muss man schon mal fairerweise sagen. 63 oder so. Ja, schön. Das wird nichts. Da ist doch echt einiges nach oben gegangen dann. Das ist echt nach oben gekraxelt hier. Ratma hat mich gesegnet. Da ist er gefühlt. Toll. Das meine ich damit. Sobald halt aber ein Gegner kommt, ist halt Schicht im Schacht. Dann ist halt vorbei. Aber gefühlt, jeder Gegner, der hier rumläuft, gibt mir einen. Das kann ich nicht tun. Gibt mir halt einen Dingens. Einen Level. Also nicht ganz so extrem, aber. So könnte man es halt praktisch sehen. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Ich müsste meine Skills jetzt alle auch mal benutzen. Das ist ja das Nächste. Alter, das ist halt das totale Gemetzel hier. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Das Coole ist halt aber, dass halt die Magier auch so mega krass sind. Also auch... Also nicht nur... Also man sieht ja hier die...
Die Hellen, das sind ja meine Magier, ne? So. Ach so. Ja. Also, die Hellen sind ja meine Magier, das andere sind, das andere sind ja die, Magier von den anderen. So. Alter, was? Es braucht noch etwas Zeit. Alter, was? Meine Macht wächst. Ich muss hier raus. Da hinten im Eck ist mir das zu gefährlich. Da verreck ich nämlich. Okay. Klar. Also, Mr. Phönix, der ist, ja. Nein. Der hat ganz schöne, eine ganz schöne Bildkette. Ist geil. Also der... Ach komm, ein Giftdingens, weißt du, eine Giftpfütze rennst rein tot. Guck mal, Jeremy. Der ist... Ach nee, ist nicht Jeremy. Jeremy ist hier unten. Ach, der ist auch tot. Das beruhigt mich etwas. Das beruhigt mich ein klein wenig, dass Jeremy auch stirbt. Dankeschön, Jeremy. Dass ich nicht der Einzige bin, der hier gerade einen auf den Sack kriegt. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Ich dachte schon, Jeremy kommt hier total simpel durch und sagt so, ja, ist so easy peasy, easy going. Da renne ich einfach durch und habe gar kein Problem. Der Portalwächter ist hier. Okay. Lass ihn kommen. Ich muss mich noch gedulden. Krass. So, Blutsplitter. Hab ich die eingesammelt? Ich kann nicht mehr tragen. Nee, weil ich sie nicht tragen kann. Nein, ich kann die Blutsplitter hier, nicht tragen. Um zu helfen. Was ist das? Juwel des wirksamen Gifts. Okay. Die Arbeit des Sammlers. Werten wir das mal auf. Ah, ich habe nochmal hier die Schädelsense jetzt hört. Und Traguls Beinschienen. Okay, ich muss die... Ich kehre in die Stadt zurück. Muss ich schnell einsammeln. Also die Blutsplitter. Ich brauche nur Kadala hier noch schnell. Zack. Mein Vater war ein bedeutender Mann. Vielleicht findet ihr dafür ja einen Nutzen. Das ist zu irgendwann teuer. Einmal. So. Zack, Blutsplitter. Go. Ich muss jetzt habe ich alles. Dann können wir die letzten Dinger noch machen. So, identifizieren. Das müssten die Beinschienen sein. Die haben wir aber schon vom Tragul-Set. Was aber nicht schlecht ist, weil wir können sie ja umändern. Set-Sense. Okay. Ja, ist auf jeden Fall schlechter. Tragul-Schuppen. Hier. Haben wir zweimal. Dann nehmen wir dann die Ältesten einfach her und dann bauen wir die um. So, Laterne der Gerechtigkeit brauchen wir nicht. Ralinas Schattenhaken. Okay, den haben wir jetzt. So. Machen wir kurz Pause, dann machen wir 70er. Ach du Schande. Okay. So. Eure sekundären Fertigkeiten verursachen mehr Schaden. Okay, und Blauzorn, das kann weg. Engelshaarbote, nee, brauchen wir nicht. Was ist das hier? Die Windrose. Geil, ich habe den ersten Ring gefunden, den ich brauche. So. Die Windrose und Schwur des Abenteurers. Kreis von Naiju, seltener Ring, okay. So. Reduziert Ressourcenkosten, gibt Bewegungsgeschwindigkeit, Intelligenz, Vitalität, Schaden. Okay. Windrose, Finger, Schwur des Abenteurers, Hals. Da wollen wir jetzt die Kette noch dazu. Erhöht euren Schaden um bis zu 100%, solange ihr euch nicht bewegt. Da wir eh meistens ja nur Darstellst Totenbeschwörer, ist es total geil. Also nehmen wir den Ring auf jeden Fall, weil wir brauchen es. Intelligenz. Trefferchance geht halt runter. Und die Leben gehen ein bisschen runter. Aber... Ja. Und bis zu 50, während ihr euch bewegt. Wenn wir halt laufen, dann kriegen wir nicht mehr so viel Damage. Das sollte eigentlich passen. Den brauchen wir nicht. Dann kann ich die nämlich alle verschrotten jetzt. Zack, was ist das hier? Nagelbeiß. Okay, das kann auch alles weg.
Hier erstmal alles reparieren. Und dann Kreuzritter. Also Kreuzritter haben wir keinen hier. Zack, 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 zack. Das kann alles weg. Das kann auch weg. Moment. Jessets. Ach nee, Moment, warte mal, das kann ich dann umwandeln gegebenenfalls. Weg, weg. Die heben wir mal auf hier, weil ich kann die gegebenenfalls nochmal ein anderes Set gegen. Ach, du brauchst nur das Set. Das Amulett Schwur des Abenteurers. Ja, das brauche ich noch. Ich packe das mal hier unten hin, weil dann können wir die nämlich gegebenenfalls hernehmen, nochmal modifizieren. Ja, die ist eigentlich nicht schlecht. Da könnte ich das Ding jetzt, diesen Stein hier eigentlich dranhängen. Wäre jetzt nicht so schlimm. Aber da gucke ich vorher nochmal genauer. So. Jeremy hat offensichtlich das Amulett Schwur des Abenteurers schon. Ich brauche es auf jeden Fall noch. Mein Magen fühlt sich seltsam an. Wie viel haben wir denn? Habt ihr wieder vergessen zu essen? 46, nein. Okay. Ich war sogar entschlossen, den ganzen Tages... Das Glück ist mit den Mutigen. Das kann ich mir nicht leisten. So, dann müssen wir jetzt keine Dinger mehr machen, sondern wir müssen jetzt Amulette uns rauslassen. Dass wir das nämlich kriegen. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir brauchen einen Diamanten. Machen wir alle. Königlicher Diamant. Zack. Hauen wir von mal. Machen wir mal 9 Stück hiervon. Zack. Makelloser königlicher Diamant. Herstellen. So, machen wir einmal einen makellosen. Zack. Nur das Beste. 1 von 10 abgeschlossen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier reduziert die Abklingzeit aller Fertigkeiten um 12,5%. Den schmeißen wir hier rein. Das passt. Und dann müssen wir jetzt mal ganz kurz hier. Die Dinger hier, Rubin, Smaragd, nein, Topaz. So, Imperial, kann ich hier eigentlich? Naja, okay, zack. Werten wir mal alle auf. So, dann machen wir hier einen Makellosen draus, zack. Und nach oben. Dann, so, wieder da. Alles klar, so, bin auch gleich soweit. So, dann können wir hier 2 daraus machen. So, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Da fehlt uns jetzt noch einer. Aber das kriegen wir hin. So. Griffe der Essenz. Da steht wieder ein Name drauf. Meine Erkenntnis wächst. Du musst die Armschienen selber craften. So. Welche Armschienen muss ich selber craften? Ach so, die, was war das? Wickeltuch des Seelenernt, das war das. Genau. Die, was ich habe. Wie ging das? Ich konnte hier auch hier drauf und konnte dann mehr Freunde entfernen. Nein, Profil ansehen. Wickeltuch des Seelenernt, das genau. Richtig, Wickeltuch. Wir können es mal probieren einfach. Wir haben. Einmal können wir es versuchen. Jetzt mal schauen. Hier, Armschienen. So, souveräne Aszendentenarmschienen. Ach nee, hier, Wickeltuch des Seelenernt. Das ist er doch. Das ist ein Rezept, das wusste ich gar nicht, dass das ein Rezept ist. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist so. Okay, dann brauche ich aus Kaldeum und Ariad brauche ich die Dinger. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mal die Dinger dann farmen. So, die Griffe der Essenz. Ich weiß gar nicht, brauchst du die, Jeremy? Ich glaube, die hast du mir geschmissen, weil die brauche ich nicht. Weil ich habe die Set-Handschuhe. Da brauche ich die dann nicht. Aber schon, die sind gut.
Wenn eine explodierte Leiche mindestens einem Gegner Schaden zufügt, verursacht gleich eine Explosion 6 Sekunden lang 97% mehr Schaden. Bist du 5-mal stapelbar. Okay, brauchst du die, Jeremy? Ich brauch sie nicht. Alter, guck dir das mal an. Mach mal bisher so Paragon 300 Seite, dann machen wir Bounties. Okay. Maximale Essenz. Ja, ich würde sagen, das hätten wir jetzt voll. Ich gebe dir nur alles, was für ein Totenbeschwörer ist. Ach so. Okay, Intelligenz drauf. Hier, kritische Trefferchance. Zack, drauf. Abklingzeit Reduction. Machen wir auch nochmal. Zack. Leben. Zack. Jo, Widerstand gegen alle Schadensarten. Mal das. Abenteuermodus. Leben pro Treffer. Zack. Und dann... Zack. So. Okay, haben wir das. Wollen wir zusammen TS gehen oder so? Ich habe Discord nicht... TS habe ich nicht installiert und Discord habe ich nicht eingerichtet gerade. Da habe ich vorhin ein bisschen rumgespielt und habe meine Audio-Devices zerschossen. Meine virtuellen. Das geht leider nicht. Sonst gerne, aber es geht leider gerade nicht. Ja. Ich muss die Audio-Devices erst noch einrichten. Ich habe... Ja. Ich habe in der Software rumgespielt. War nicht gut. Aber TS habe ich nicht mehr installiert. Von daher... Mich erstaunt immer wieder, dass es Leute gibt, die echt noch TeamSpeak nutzen. Ich habe das irgendwann mal abgeschafft, weil es mir irgendwie... Es war irgendwie komisch dann ab einem gewissen Punkt. Okay, Leoric Siegring, das passt. Simulacra entzieht euch jetzt eine Sekunde lang eures Lebens, bla bla bla, okay. So, ja, dann wäre ich, glaube ich, startklar. Ich brauche noch das Amulett, dann hätte ich das. Und ich brauche jede Menge Essenzen dann. Aber ich glaube, die Essenzen farme ich dann auch mal so nebenbei. Also ab, also neben YouTube dann. Damit ich euch nicht mit stundenlangem Farmen dann beschäftige. Oder behellige, sagt man das so? Weiß ich nicht. Deine Sense ist besser als meine. Echt? Ja, hatte ich, glaube ich, hatte ich mega viel Glück, glaube ich. Dafür ist der Rest nicht so prickelnd. Weil irgendwas war hier noch uralt, glaube ich, ne? Hier, das war noch uralt. Aber ich weiß nämlich nicht, ob wann das gut ist, wann das schlecht ist, keine Ahnung. Fehlt nur noch Gabe. Was meinst du mit Gabe? So, ich habe keine Ahnung. Ach, ich glaube, ich meine das hier, oder? Ach so. Ach so, ja, habe ich doch hier. Muss ich bloß reinpacken. Kann ich gleich mal... Nein, kann ich gleich mal machen. Zack, und sind sicher, dass sie Gegenstände verwenden möchten. Ramaladins Gabe wird dadurch zerstört. Puff. Ja, möchte ich. So, Sockel habe ich extra drauf. So, den habe ich schon nämlich hier gehabt. Habe ich bloß noch nicht draufgepackt. So, die Frage ist jetzt nur, was packe ich denn da für einen Edelstein rein? Sonstiges. Waffe, 8000 Dornenschaden. Waffe, kritischer Trefferschaden. Ah, es müssen Smaragde rein. Es müssen vermutlich Smaragde rein. Wegen kritischer Trefferschaden. So, machen wir mal. Königlich. Oder reichen ja drei? Ich habe noch gar keinen Imperialen, sehe ich gerade. Herstellen. Es fehlt mir die nächsthöhere Rezeptstufe. So, kritischer Trefferschaden um 120% erhöht. So, dann haben wir das. Da muss bloß noch ein besserer Edelstein rein. Der ist echt nicht so gut. Naja. Krümelchens Halskette. Na gut. Also langsam aber sicher kommen wir an den Punkt, wo wir so ein paar Sachen haben. 34 Millionen, ach komm, was soll der Geiz? Seid ihr bereit? Dann beginnt.
Diese Kreatur wird sterben. Ich halt mit... Ach, du Bart. Was? Alter...